Eigentlich versammeln sich an Fronleichnam stets tausende Gläubige im Fulderer Dom und ziehen anschließend durch die geschmückte Innenstadt, wie unsere Archivbilder belegen. Eigentlich. Denn in Zeiten von Corona ist bekanntlich alles anders. Und so konnte Bischof Dr. Gerber am Donnerstagmorgen lediglich 160 Besucher auf dem Domplatz begrüßen. Seien Sie willkommen, die Sie hier in doch großer Schar zusammengekommen sind. Und seien Sie willkommen zu Hause an den Bildschirmen am Livestream. Wir sind heute Morgen wieder eine ganz große Gemeinde. Um einen feierlichen Rahmen zu schaffen, hatten Kinder der Innenstadtpfarrei bunte Blumenteppiche gestaltet. In seiner Predigt verglich der Fulderer Oberhirte die Corona-Pandemie mit einem Marathon. Wieso Marathon? Keine Laufstrecke von 42 Kilometern und 195 Metern. Aber dafür eine Laufzeit von vermutlich 42 Wochen und noch etwas mehr. Die aktuelle Pandemie, die wir erfahren, ist kein Kurzstreckenlauf. Der erste Sprint ist längst vorüber. Aber so manche Energie ist längst verbraucht. Im Anschluss an die Eucharistiefeier begann eine stehende Prozession, in der der Bischof das Allerheiligste, die Monstranz, an drei Altäre führte. Diese standen unter den Themen Nächstenliebe, Familie und Barmherzigkeit. Osthessen News. Sehen, was bewegt.